Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Night of the Rabbit. Hier passieren böse Dinge. Jerrys Welt ist zerstört worden und wir müssen das Konsortium Squarata aufhalten. Ein Konsortium aus Echsen, wie zum Beispiel diese hier, die sich überall im Mauswald breit machen. Dafür hat der Magier uns 3 Bannflaschen gegeben. Und wir müssen jetzt die Eidechsen davon überzeugen, dass sie selbst diese Flaschen öffnen. Vielleicht können wir noch irgendwas fragen. Der Marquis ist verschwunden und mein Zuhause auch. Der Marquis. Etwas. Das haben wir schon gehabt. Der Marquis ist. Um Maus benutzt, denkt. Was können wir noch machen? Tasse mit Milch. Riecht noch ganz lecker. Können wir das vielleicht mitnehmen oder so? Vielleicht eine Flasche damit befüllen? Besser nicht. Die Tasse vielleicht damit befüllen. Jetzt habe ich Milch. Okay, wir müssen alles ausnutzen, was wir finden. Es gibt dort auch noch das Regal. Wow, ist das hoch. Das Zimmer, das haben wir uns auch schon ein paar Mal angeguckt. Ein riesiges Riesenwohnzimmer. Ui. Hier riecht es ein wenig nach alten Socken. So, gibt es denn hier noch etwas Neues zu entdecken? Die Steinstele haben wir ja schon gelöst. Wir gehen mal schnell zurück. Hier gibt es natürlich viel zu entdecken. Der Baum. Der Baum ist wie ein zweiter Himmel über Mauswald. Nur grüner und baumiger. Die Kürbisse hier werden erstaunlich groß. Andererseits rede ich jetzt regelmäßig mit Mäusen meiner Größe. Dagegen ist so ein Riesenkürbis fast wieder unspektakulär. Wie können wir bloß Ede davon überzeugen, dass er die Karte nicht braucht? Lasst uns mal so ein bisschen hier rüber gehen. Wir müssen erstmal erkunden, was es hier zu tun gibt. Wir müssen erstmal rausfinden, wo sich alle Eidechsen befinden. Und was wir tun können. Hier läuft so schnell keine Party mehr, habe ich im Gefühl. Das sind aber viele Briefkästen. Diese große Blume ist wirklich interessant. Können wir die Tür öffnen? Verschlossen. Gut, was können wir noch machen? Garten der Hasenfamilie. Kaffee. Das ist die Rückseite des Baumstammcafés. Wir müssen uns erstmal wieder alle Bilder angucken. Und gucken, was passiert ist. Vielleicht gehen wir jetzt als nächstes mal hier zum Rathaus und gucken, ob wir da was tun können. Sogar die Eule schläft mit beiden Augen zu. Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Und im Konsortium wird wieder der Respekt zukommen, der ihm gebührt. Sie schläft auch. Tapferes kleines Mädchen. Er schläft. Zaroff. Er war ein guter Kunde. Du willst an mir vorbei? Niemals. Es sei denn, du gibst mir eine Eintrittskarte für den großen Zaroff. Ich habe keine. Dann verschwinde. Konrad hat eine bekommen, also will ich auch eine. Aber Konrad hat schon alle Nüsse verkauft. Alle Bücher. Alles. Womit soll ich denn nun meine Karte bezahlen?
Die Nüsse waren der Staatsschatz. Was können wir hier noch machen? Der Bann hat seine Wirkung nicht verfehlt. Wir gucken uns den Tisch an. Ein Tisch geformt wie ein dreiblättriges Kleeblatt. Ein Netz mit Nüssen für den kleinen Hunger zwischendurch. Konrad meinte, diese Nüsse seien der Stadtschatz. Anscheinend wächst Geld doch an Bäumen. Und dem Konsortium wird wieder der Respekt zukommen, der ihm gebührt. Vielleicht sollten wir mal mit ihm reden. Du bist gekommen, weil der Schmerz dich aufzehrt. Wie die anderen. Du willst Zarow sehen. Wie die anderen. Aber du bist nur ein Kind. Ein Menschenkind. Ich kann es riechen. Du besitzt keine Wertpapiere. Keine Grundstücke. Nichts. Komm wieder, wenn du ein Gewerbe hast. Irgendetwas, mit dem sich spekulieren lässt. Ich glaube, der nimmt mich nicht ernst. Und der riecht nach Alkohol. Er riecht nach Alkohol. Wir müssten also vielleicht irgendwas Alkoholisches besorgen. Wir gehen noch mal raus und gucken uns weiter um. Wir gehen halt in das Café. Geschlossen. Wo Anja wohl ist? Wir machen mal einen Rundgang. Wir gucken uns alles an. Da hängt eine Nachricht an der Tür. Bin auf großer Liebe Grüße. PS. Zu meiner Rückkehr würde ich mich sehr über Anjas vorzüglichen Kürbiskernkuchen freuen. Ja, das hat sich nicht verändert. Kanone, Erbsenkugeln. Vielleicht können wir eine Erbsenkugel nehmen. Die schießen hier mit Erbsen auf Krähen. Immerhin netter als mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Aber auch Erbsen feuere ich lieber nicht wild durch die Gegend. Für Mäuse und Eichhörnchen können die bestimmt auch schon ganz schön gefährlich werden. So, gut, dann gehen wir erstmal weiter. Wir müssen herausfinden, was wir tun können. Mann. Das schöne Mauswald. Es war so idyllisch hier. Und es gibt hier immer noch den unförmigen Stein mit Muster. Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. Ja, das bringt uns aber nicht weiter. Wir müssen jetzt irgendwie herausfinden, wo sich alle befinden. Hier hängt ein handgeschriebener Zettel. Vorsicht! Solange die Gegend am Maus gezeigt. PS, das Gebäude. Das hat sich auch nicht verändert. Wir gucken noch mal oben. Da ist Erde in diesem Topf, aber keine Pflanze. Mondschein, die Hohepriesterin der Motten. Wahrscheinlich nach ihrer Verpuppung.
Okay, wir haben wieder Flügel und das ist Mondschein nach ihrer Verpuppung. Also wird sie wahrscheinlich bald schlüpfen, hä? Sie sieht ja ein bisschen aus wie eine Raupe. Vielleicht kommt sie dann als Schmetterling wieder. Vereister Baum. Und wir haben hier den Monolith. Was für eine seltsame Statue. Da steckt ein kleines Steingesicht im leuchtenden Kristall. Und eine Art von Bernstein-Ding. Ich höre einen feinen Ton. Ganz, ganz leise. Als ob man leicht gegen ein Glas geschnipst hat. Vielleicht können wir ja mit... dem Steinflüstern was rausfinden. Da steckt ein kleines Steingesicht. Ich höre ganz als ob... Nein, mit Steinflüstern. Felsenflüstern. Du hast etwas verloren. Doch jemand anderes sucht schon danach. Was können wir bloß damit machen? Da ist das so ein Zeichen, ja? Haben wir irgendwas, was in dieser Art und Weise... Wir haben Milch, wir haben dieses Blatt, wir haben Juckpulver. Können wir Pfeffer und Juckpulver mischen? Das braucht keine besondere Würze. Können wir das, die Milch da reinschütten? Milch bringt mich ja ausnahmsweise nicht wahr. Milch bringt... Milch bringt... Wir haben immer noch das Rezept für das Karottenfeuer. Wir haben immer noch den Pinsel mit dem Sirup. Wir haben auch noch einen Blausoftaufkleber. Oh, ich weiß gerade nicht, was wir machen müssen. Das sieht aus wie... Ich weiß auch nicht, wie das aussieht. Aber es scheint mitten im Baum zu stecken. Das kann nichts Gutes bedeuten. Hoffnungsschimmer. Vielleicht mal hier drauf? Nichts. Hier drauf? Nichts. Schade. Jetzt nicht. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Wir müssen weiter die Umgebung durchsuchen. Ich habe gerade keine Ahnung, wie wir... Wie bringen wir denn die Eidechsen dazu, an den die Flaschen selbst zu öffnen? Wir müssen irgendwas Verführerisches da reintun. Du kannst doch in die Zukunft sehen. Sag mir, wann ich Zarov sehen werde. Ich muss ihn sehen. Ich muss. Ich kann nicht die Zukunft sehen. Meine Kugeln aber. Dann noch eine für mich. Einen Laubtaler für deine Zukunft. Gut, gut. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Wollen wir doch mal sehen. Interessant. Es ist eine schwarze Zukunftskugel. Diese sagt, sei ein guter Freund, denn es nähern sich gute Feinde. Du wirst Zarov nicht sehen. Was? Aber ich muss... Das Schicksal ändert sich mit jeder Sekunde. Vielleicht hast du jetzt mehr Glück. Noch eine Kugel. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Mit Glück hat das bei der Echse im Sumpf wenig zu tun, oder? Wenn sie daran glauben, sollte mein Glück ein wenig nachhelfen. Die Echse im Rathaus scheint gerne mal tief ins Glas zu sehen. Was haben wir dabei? Wie können wir das manipulieren?
eine blaue Wurzel. Da muss kein klebriger Sirup drauf. Klebriger Sirup. Dort springen die Glückskugeln heraus. Unglück wird über dich kommen, wenn du diese Klappe berührst. Ich wollte nur etwas Staub abwischen. Lügsager! Da muss kein klebriger Sirup drauf. Da muss ganz dringend klebriger Sirup drauf. Wir könnten... Nichts. Schade. Nichts. Schade. Oh Mann, wir müssen irgendwie das Glück manipulieren. Da passe ich besser gut drauf auf. Da passe ich besser. Oh je, oh je, oh je. Herr Gräber, ich... Noch eine Kugel. Die allwissenden Kugeln werden dir die Zukunft weisen. Es ist eine schwarze Zukunftskugel. Eines Tages wird alles Sinn machen. Leider nicht für dich. Du wirst Zarow nicht sehen. Was? Aber ich muss... Das Schicksal... Vielleicht noch eine Kugel. Die Kugeln sind schwarz. Das ist eine schwarze Zukunftskugel. Aber wenn wir jetzt Milch reinschütten... Milch bringt mich ja ausnahmsweise nicht weiter. Satsune, vielleicht kann sie uns helfen. Ach so. Dein Glück findest du allein in meinen Kugeln. Die will nicht. Eine Flasche brauche ich nicht zum Glücklichsein. Schade. Das braucht keine besondere Würze. Da passe ich besser. Ja, Moment mal, was können wir denn noch machen? Wir müssen noch mal weitergehen. Also hier kriegen wir jetzt gerade nichts zusammen. Ich muss mir erstmal alles angucken. Und da müssen wir gucken, was wir so alles machen können. Vielleicht finden wir irgendwelche neuen Sachen. Lass uns unseren Rundgang beenden, indem wir erstmal zu den Zwergen gehen. Verschlossen. Dann gehen wir halt hinten rum. Unser Gabelzweig ist noch da. Verschlossen. Da drin kann ich die Blausaftmaschine der Waldzwerge sehen. Damit bin ich fürs Erste fertig. Das ist echt schwierig, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Also, wir müssen erstmal alle Eidechsen finden. Eine ist eingespart, zwei haben wir gefunden. Und eine fehlt noch. Jetzt haben wir gleich unseren Rundgang beendet. Aber wir haben noch nicht die letzte Eidechse gefunden.
Nein, wir haben drei. Wir haben die hier, wir haben die im... Wir haben die hier, wir haben die im Rathaus und wir haben die hinten bei Ludwig Gräber. So, er verkauft hier Tränke. Treten Sie näher. Das sind viele Flaschen. Aber wenn der Hase so weitermacht, sind die bald alle verkauft. Vielleicht können wir dem Hasen Hoffnungsschimmer geben. Das haben wir aber eben nichts. Noch. Nichts. Schade. Das hatten wir eben schon mal versucht, fällt mir gerade ein. Ja. Juckpulver. Ihr sagt nein. Wie niedlich. Das Menschenkind apportiert eine Flasche. Siehst du nicht, dass ich genug Flaschen habe? Genug für die ganze Stadt. Ich habe eine Medizin dagegen. Der Hase hat schon eine ganze Menge von dem Elixier Intus. Der verkauft noch seine Großmutter für das Zeug. Mann, was können wir bloß machen? Wir machen nochmal hier Felsenflüstern auf die Figur, weil die nämlich hier auf dem Marktplatz steht. Vielleicht hat die was gesehen. Was? Ein neuer Lehrling? Scheint ziemlich gut mit den neuen erlernten Zaubersprüchen umgehen zu können. Findet ihr nicht? Und irgendwas sagt mir, dass er uns hören kann. Es ist so ein bisschen komisch. Wir müssen noch mal... Wir zählen alle dasselbe. Nein, nicht da reingehen. Wir können... Was können wir denn noch machen? Mann, mir fällt nichts ein. Wir müssen ihn davon überzeugen, dass er unsere Flasche nimmt. Milch bringt mich... Milch... Treten Sie dann näher. Kein... Hatten Sie schon einmal dann einen dieser kein... Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ich will keine Plakate kleben, auch nicht für den großen Zarow. Ich will kein... Mist, was können wir denn machen? Wir haben ein Zarow-Plakat. Da muss kein klebriger Sieb... Muss da... Wie seltsam. Sieht fast aus, als ob sein Gesicht darauf zu sehen ist. Stimmt, da ist sein Gesicht drauf zu sehen. Wir haben eine Tasse mit Milch, die konnten wir eben einsammeln. Was können wir denn da drin auflösen? Vielleicht können wir den... Das braucht kein... Ja. Nein. Mann. Es gibt noch Unglück in meinem Leben. Oh Mann, wir müssen irgendeinen Hinweis finden. Wenn ich irgendeinen Hinweis finde... Wir lesen noch mal kurz nach in unserem Tagebuch.
Also wir müssen die Eidechse auf den Marktplatz dazu bringen, dass sie ihre eigenen Tränke probiert. Mit Glück hat das bei der Eidechse im Sumpf wenig zu tun, oder? Aber wenn man daran glaubt, sollte man ihrem Glück ein wenig nachhelfen. Aber wenn sie daran glaubt. Die Echse im Rathaus scheint gerne mal zu tief ins Glas zu schauen. Die Echse im Stadtzentrum sollte mal etwas von ihrer eigenen Medizin zu schmecken bekommen. Da steht's auch. Aber wie sollen wir dazu bringen, dass sie ihre eigene Medizin... Wir könnten eine Flasche kaufen. Hatten Sie schon einmal eine... Ich habe eine Medizin dagegen. Das Wunderelixier verbreitet sich über Ihre Nase im ganzen Körper. Schon nach ein paar Flaschen werden Sie merken, wie sich das Glück zu Ihren Gunsten wendet. Riechen Sie heute an einer Flasche und wir verändern Ihr Morgen. Tritt näher, kleiner Junge. Du willst doch sicher auch den großen Zaroff sehen. Den Illusionisten. Möglich. Und der Schmerz, nicht zu wissen wie, zerrt dich auf. Eigentlich nicht. Was? Der Bann wirkt bei dir nicht. Dann sieh zu, dass du Land gewinnst, bevor ich dich bei lebendigem Leibe verschlinge, Menschenkind. Ich hab keine Angst vor dir, du maskierter Pausenclown. Verzieh dich, ich war als Erster hier. Jede Flasche hat ihren Preis. Das ist mir egal. Sie sind sicher? Doch, ich sehe es in ihren Augen. Sie sind sich ihrer Sache sicher. Und sie sollen es nicht bereuen, denn meine Tinktur ist die Lösung für jedwedes Problem, das diese Stadt hat. Eines ihrer Probleme nehme ich ihnen ab. Oh, nun gib mir schon die Flasche. Eine Flasche für den Hasen. Ich glaube nicht, dass das gesund ist. Verzieh dich. Ja, und wie es weitergeht und ob wir es schaffen, die Eidechsen in ihre Schranken zu weisen, das müssen wir uns leider in der nächsten Folge anschauen, denn die Zeit ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch dabei und schreibt mir in die Kommentare, falls ihr eine Ahnung habt, was wir eventuell tun können. Bis dann. Tschüss. Treten Sie näher. Nein, jetzt nicht mehr. Hatten Sie schon einmal einen dieser Tage, an dem Sie sich unerfüllt fühlten? Ja, wie immer.